Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu dieser hübschen Häkelanleitung. Für dieses Oberteil, man könnte auch eigentlich Überwurf sagen, benötigt ihr einmal vom linken zum rechten Arm ausgestreckt die Maße. Wie lang euer Oberteil werden soll, zum Beispiel von Elle zu Elle oder T-Shirt-Länge oder komplett bis zum Handgelenk, das kann jeder machen, wie er möchte. Ich werde hier in etwa 1 Meter machen, das ist ein bisschen mehr als über die Elle. Und ihr könnt euch das Ganze einfach machen, indem ihr, wenn ihr alleine seid und niemanden habt, der euch da helfen kann, nehmt einen gut sitzenden Pullover, zieht diesen an und markiert euch die Stelle mit Tesafilm oder einem anderen Markierer. Dann könnt ihr den Pullover ausziehen und ganz einfach vom linken zum rechten Arm vermessen. Als nächstes benötigt ihr dann die Länge, wie lang ihr euer Oberteil haben wollt. Ich möchte hier nur ein Oberteil haben, was maximal bis unterm Rippenbogen geht, denn das Ganze soll ganz locker über einen Spaghetti-Top oder Tanktop getragen werden und nicht alles komplett verdecken, sondern einfach nur das Gesamtbild aufhübschen. Ich habe mich hier, wie gesagt, für 100 cm entschieden und die Länge wird ungefähr bei 35 liegen. Ungefähr. Dieses Muster ist auch sehr flexibel, da kann man nur glatt streichen und ungefähr messen und keine genauen Angaben machen. Also häkle ich jetzt ein Rechteck in der Maße 100 cm mal 35. Ich werde das Ganze mit einem vierfädigen Bobbel und einer Fünfernadel häkeln. Ich weiß jetzt schon, dass ich 135 Maschen anschlagen muss, um auf Pi mal Daumen 100 cm zu kommen. Das Ganze häkle ich dann 35 cm runter und sind in etwa 34 Reihen. Das kann sich aber bei euch anders auswirken, je nachdem, ob ihr fest oder locker häkelt, was für eine Nadelstärke oder Wolle ihr nehmt. Also das sind immer nur ungefähre Angaben. So, und dann würde ich sagen, legen wir mal Alle los. Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unterm Video in der Infobox. Wir beginnen also als erstes damit, eine Basisreihe zu schaffen. Diese wird aus festen Maschen bestehen. Ich schlage jetzt eine Kette aus festen Maschen an, die meiner Maße entspricht, 100 cm, und ihr natürlich auf eure Maße. Ihr könnt aber auch mit einer Luftmaschenkette beginnen, dann nehmt allerdings eine halbe Nadelstärke höher, macht die Luftmaschenkette und geht dann für die feste Masche auf eure Ursprungsnadel. Denn dann bleibt die Kette auch schön elastisch und zieht sich unten nicht später zusammen. Für den Fußschlingenanschlag häkeln wir zuallererst 2 Luftmaschen, gehen in die erste Schlaufe zurück, holen den Faden durch, ziehen beide Schlaufen auf gleiche Höhe durch eine Schlaufe und durch 2 für eine feste Masche. Können wir unten das zuziehen. Jetzt hat sich eine komplette Masche gebildet. Da nehmen wir dann auch beide Schlaufen auf, holen den Faden wieder durch, ziehen beide Schlaufen auf gleiche Höhe durch eine Schlaufe für den Boden und durch 2 für die feste Masche. Nächste gebildete Masche, wieder beide Schlaufen aufnehmen, Faden holen, beide Schlaufen auf gleiche Höhe durch eine und durch 2. Nächste gebildete Masche, Faden holen, beide Schlaufen auf gleiche Höhe durch eine und durch 2. Die Schlaufen auf gleiche Höhe ziehen ist immer wichtig, damit die Kette dann auch schön elastisch bleibt. Nächste gebildete Masche, Faden holen, beide Schlaufen auf gleiche Höhe durch eine und durch 2. So, und jetzt schlagt ihr die Kette so lang an, bis ihr auf euer Ergebnis gekommen seid. Und dann sehen wir uns zum Muster. Nachdem ihr eure Kette angeschlagen habt für euer Projekt, zählt ihr diese einmal durch und die Maschenanzahl sollte teilbar durch 8 sein.
kommen wir zur Reihe 1. Wir beginnen mit einer Luftmasche und einer festen Masche direkt am Anfang. Drei Luftmaschen. Umschlag, eine Masche freilassen und in die zweite ein Stäbchen. In die dritte ein Stäbchen und in die vierte ein Stäbchen. Drei Luftmaschen, eine Masche freilassen und in die zweite eine feste Masche, in die dritte eine feste Masche und in die vierte eine feste Masche. Drei Luftmaschen, Umschlag, eine Masche freilassen und ab der zweiten ein Stäbchen, dritte ein Stäbchen und vierte ein Stäbchen. Drei Luftmaschen, eine Masche freilassen und ab der zweiten drei feste Maschen. In die zweite, in die dritte und in die vierte. Drei Luftmaschen. Umschlag, eine Masche freilassen und ab der zweiten ein Stäbchen, in die dritte ein Stäbchen und in die vierte ein Stäbchen. Drei Luftmaschen. Eine Masche freilassen und in die zweite eine feste Masche, in die dritte eine feste Masche und in die vierte eine feste Masche. Drei Luftmaschen, Umschlag, eine Masche freilassen und in die zweite ein Stäbchen, in die dritte ein Stäbchen und in die vierte. Ein Stäbchen. Drei Luftmaschen. Eine Masche freilassen und in die letzte eine feste Masche. Das war Reihe 1. Wir zur Reihe 2. Reihe 2 beginnt mit drei Wendeluftmaschen. Wenden und nochmal zusätzlich drei Luftmaschen als Kette, um rüber zur Gruppe zu kommen. In die Gruppe mit den Stäbchen häkeln wir nun feste Maschen. Über jedes Stäbchen eine feste Masche. Drei Luftmaschen. Umschlag und über die drei festen Maschen kommt nun ein Stäbchen. Über jede feste Masche ein Stäbchen. Drei Luftmaschen und über die Gruppe mit den Stäbchen wieder jeweils eine feste Masche. Drei Luftmaschen. Über die festen Maschen jeweils ein Stäbchen. Drei Luftmaschen. Über die Stäbchen jeweils eine feste Masche. Drei Luftmaschen. Über die festen Maschen wieder jeweils ein Stäbchen. Drei Luftmaschen. Und über die Stäbchen wieder jeweils eine feste Masche.
am Ende eurer Reihe angekommen. 3 Luftmaschen, einen Umschlag und in die feste Masche der Vorreihe ein Stäbchen häkeln, sodass wir Anfang und Ende gleich haben. Das war Reihe 2. Kommen wir zu Reihe 3. Wir beginnen mit einer Luftmasche, wenden und stechen in die steige Luftmaschen der Vorreihe ein und häkeln dort eine feste Masche hinein. So haben wir dann weiterhin einen schönen geraden Rand. 3 Luftmaschen. Und nun häkeln wir in die 3 festen Maschen wieder 3 Stäbchen hinein. Also in jede Masche ein Stäbchen. Drei Luftmaschen. Über die 3 Stäbchen jeweils eine feste Masche. Drei Luftmaschen. Über die festen Maschen wieder jeweils ein Stäbchen. Drei Luftmaschen. Über die Stäbchen wieder jeweils eine feste Masche. Drei Luftmaschen. Über die festen Maschen wieder jeweils ein Stäbchen. Drei Luftmaschen. Über die Stäbchen wieder jeweils eine feste Masche. Drei Luftmaschen. Über die festen Maschen nochmal. Jeweils ein Stäbchen häkeln und am Ende der Reihe angekommen, häkeln wir 3 Luftmaschen und stechen in die 2. steige Luftmasche von unten angezählt ein und häkeln eine feste Masche, sodass wir auch hier Anfang und Ende gleich haben und einen schönen geraden Abschlussrand. Kommen wir zur Reihe 4, häkeln wir auch nochmal zusammen. Wir beginnen mit 3 steige Luftmaschen für ein Stäbchen und nochmal 3 Luftmaschen, um als Kette rüber zu kommen, zur ersten Gruppe. Dort haben wir Stäbchen und häkeln in die Stäbchen jeweils eine feste Masche. 3 Luftmaschen. Nun haben wir wieder feste Maschen. Dort häkeln wir jeweils ein Stäbchen hinein. 3 Luftmaschen. Als nächstes kommen Stäbchen. Dort häkeln wir feste Maschen hinein. 3 Luftmaschen. Als nächstes kommen feste Maschen. Dort häkeln wir dann 3 Stäbchen hinein. 3 Luftmaschen. Dann haben wir Stäbchen. Dort machen wir wieder feste Maschen. 3 Luftmaschen. Als nächstes kommen wieder feste Maschen. Dort häkeln wir wieder unsere Stäbchen. 3 Luftmaschen und in die Stäbchen wieder feste Maschen. Und am Ende der Reihe angekommen, 3 Luftmaschen nicht vergessen, einen Umschlag und in der festen Masche mit einem Stäbchen die Reihe beenden. So, nun haben wir 4 Reihen zusammen gehäkelt. Das Muster besteht nur aus 2. Hier wiederholen sich immer Reihe 1 und Reihe 2. Wo ihr Stäbchen gehäkelt habt,
kommen dann die festen Maschen. Wo feste Maschen gehäkelt wurden, kommen dann in der nächsten Reihe Stäbchen drüber. Ansonsten bleiben immer drei Luftmaschen als Kette. Und beim Anfang entweder beginnt ihr mit einer festen Masche und drei Luftmaschen, um auf Stäbchen hochzukommen. Oder ihr beginnt mit drei Luftmaschen für ein Stäbchen und drei Luftmaschen rüber zu kommen, um feste Maschen zu häkeln. Ein ganz einfaches und wunderschönes Muster. Zurück, 135 Maschen, feste Maschen angeschlagen und das Ganze 34 Reihen hoch gehäkelt, komme ich auf 35 cm umgedehnt. Wenn ich glatt streiche, es wird sich wahrscheinlich auch nachher noch ziemlich weit aushängen, werde ich wahrscheinlich so zwischen 38 und 40 cm kommen. Es ist halt bei diesem Muster sehr schwierig, da sich das durch die Ketten auch unglaublich auseinanderdehnt. So, hier habe ich Teil 1. Denn das Ganze müssen wir zweimal häkeln. Hier ist Teil 2, auch wieder 135 Maschen und 34 Reihen hoch. So, als nächstes klappen wir das Ganze einmal in der Mitte zusammen, streichen glatt und markieren uns mit dem Marker die Mitte. Dann nehmen wir bei einem gut sitzenden Pullover mal den Halsausschnitt, es sei denn, ihr wisst diesen schon, und gehen dann von dem Marker aus nach links und nach rechts die jeweiligen Zentimeter. Beispiel, wenn ihr 30 cm Halsausschnitt abgemessen habt, könnt ihr dann von dem Marker aus 15 nach links, 15 nach rechts und habt die perfekte Mitte an eurem Häkelstück getroffen. Wenn wir das haben, verbinden wir beide Teile von außen bis zum ersten Marker, lassen den Halsausschnitt selbstverständlich frei und vernähen auch noch die andere Seite von außen bis zum ersten Marker. Also zusammenklappen, Mitte markieren, Halsausschnitt ermitteln und ausmessen. Nachdem ich mir also die Mitte markiert habe, nehme ich mir noch zwei zusätzliche Marker und möchte jetzt hier einen Halsausschnitt von 26 cm haben. Die Hälfte davon sind 13. Dann gehe ich am Marker, lege die 13 an und kann sehen, okay, das ist ungefähr Ende dieser Gruppe. 1, 2, 3. Hier war der Marker 1, 2, 3. Das heißt hier. Und dann habe ich ungefähr meine 26 cm. Können wir diesen auch wieder rausnehmen. Und das gleiche machen wir jetzt auch bei dem anderen, wobei wir es uns da einfacher machen können und einfach hier die Gruppen auszählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und bei der 11. Gruppe direkt am Anfang kann ich den Marker setzen. Das gleiche auch auf der anderen Seite. So, dann können wir beide Teile aufeinanderlegen. Und von außen bis zum Marker, genauso wie die andere Seite, nun beide Teile verbinden. Ihr könnt zusammen nähen, ihr könnt aber auch zusammen häkeln mit Kettmaschen. Jetzt schaue ich mal. Ich habe hier mit der Reihe geendet, die 6 Luftmaschen hat. Also beginne ich in der zweiten. So. Fixiere mir den Faden mit einer Luftmasche. Und jetzt können wir uns das hier eigentlich einfach machen. Ihr müsst nicht in die Ketten einstechen, sondern eine Kette hat ja mal 3 Luftmaschen. Dafür hatten wir anfänglich aber nur eine Masche freigelassen. Also häkle ich auch hier nur eine Kettmasche. Danach kommt bei mir die Gruppe mit den festen Maschen.
Und das ist ja recht leicht. Wir haben hier drei feste Maschen. Also nehmen wir uns die erste feste Masche vom Vorder- und die erste vom Rückteil und ketten diese gemeinsam ab. Zweite gemeinsam abketten. Die Kette dabei nicht zuziehen, sondern schön locker lassen, weil sonst ziehen sich die Ärmel nachher zu arg zusammen. Also einfach schön locker abketten. Dann haben wir hier nun wieder unsere Luftmaschenkette. Dort mache ich nur eine Kettmasche. Danach kommen die Gruppen mit den Stäbchen. Auch hier wieder erste Masche. Gemeinsam abketten. Zweite Masche. Gemeinsam abketten. Und die dritte. Dann kommt wieder die Luftmaschenkette. Da machen wir nur eine Kettmasche drum. Und dann die nächste Gruppe. Und das Ganze dann halt bis zum Marker und dann die andere Seite auch. Nach innen hin sieht es dann so aus. Und nach außen haben wir eine schöne flache Naht. Zudem gibt das Ganze gerade bei diesem Muster etwas mehr Stabilität. Es kann sein, wenn ihr das Ganze vernäht, dass es sich dann nachher zu sehr auseinanderzieht und löchrig wird. Das müsst ihr aber einfach für euch ausprobieren und schauen, was euch am besten liegt. So, ich werde jetzt die Ärmel von links nach rechts und von rechts nach links einmal zunähen und zeige euch dann das Ergebnis. Bis gleich. Als nächstes verbinden wir noch die Ärmel. Zum Schluss müssen wir nur noch die Ärmel verbinden. Dazu lege ich auch hier Spitze auf Spitze und steche aber in der unteren Masche ein, denn wir hatten ja hier diesen schönen festen Maschenrand. Fixiere mir auch hier den Faden. So. Und häkel hier einmal mit festen Maschen ringsherum. Hier habe ich eine feste Masche. Den Faden häkel ich direkt mit. So. Als nächstes haben wir dann ein Stäbchen. Dort häkeln wir drei feste Maschen drum. Dann kommt wieder eine feste Masche. Dort bleiben wir bei einer festen Masche. Und wieder als nächstes ein Stäbchen. Dort kommen dann wieder drei feste Maschen drumherum. Und so können wir jetzt einmal komplett herum die Maschen verteilen. Und das gleiche dann auch an der anderen Seite, am anderen Ärmel. Und dürften dann auch die gleiche Anzahl an Maschen haben. Wenn wir immer im gleichen Rhythmus bleiben. Also hier die Reihe hat wieder die feste Masche. Und wo die Kette vom Stäbchen ist, kommen drei feste Maschen. Dann wieder feste Masche. Und wieder drei feste Maschen. Das Ganze dann einmal rum und mit einer Kettmasche in der ersten Masche schließen. Und nachdem wir dann einmal rum sind, schließen wir mit einer Kettmasche in der ersten Masche. So, und dann haben wir so einen süßen kleinen Bogenrand. So, nun noch schnell den Faden vernähen, den anderen Ärmel auch unten schließen und einmal mit feste Maschen bestücken. Und dann ist unser Überwurf auch schon fertig und dann zeige ich euch noch das Endergebnis. Bis gleich! Und so sieht das Schmuckstück am Ende aus. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln. Lasst die Nadeln glühen und wir hören uns hoffentlich zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.